gehört zu den erfolgreichsten Horrorspiele-Serien weltweit. Doch wusstest du, dass es mal ein exklusives Resident Evil für den Nintendo GameCube gab? Naja, oder so ähnlich. Aber was ist passiert? Nun, Resident Evil 4, welches 2002 als exklusives GameCube-Spiel erschienen ist, gehörte zu den sogenannten Capcom 5. Dies war eine Sammlung von 5 Spielen, die von Capcom exklusiv für die Nintendo GameCube entwickelt wurden. Darunter PN03, Beautiful Joe, Dead Phoenix, Killer 7 und eben auch Resident Evil 4. Ich meine, es gab sogar eine eigene Resident Evil 4 Special Edition GameCube und, auch wenn nicht offiziell von Nintendo, noch einen dazu passenden Kettensägen-Controller, welche eine direkte Requisite aus dem Spiel darstellen soll. Doch um zu verstehen, wieso Nintendos eigentlich exklusives Horrorspiel auf so ziemlich jedem denkbaren Gerät rauskam, ich meine, hallo? Man konnte es sogar auf dem Handy spielen. Müssen wir uns anschauen, wie die Vergangenheit von Capcom, dem Entwicklerstudio von Resident Evil, und Nintendo ist. Einige von euch kennen Capcom sicherlich durch ihren legendären Titel Mega Man, welcher auch schon auf mehreren Nintendo-Konsolen vertreten war. Darunter die NES, dem Game Boy, der N64 oder sogar auch bis vor kurzem auf der Nintendo Switch. Und ehrlich gesagt war Mega Man für eine lange Zeit der Dauerrenner von Capcom, doch dies sollte sich ändern. Denn mit dem Release von Resident Evil 2, welches wortwörtlich alle damaligen Verkaufszahlen von Capcom sprengte, orientierte sich Capcom um und legte ihren Fokus auf das neue Survival-Horror-Spiel. Das bedeutet natürlich nicht, dass Capcom nicht auch noch andere Spiele in dieser Zeit released hat. Allerdings ist Resident Evil sowas wie Capcoms neues Lieblingskind geworden. Moneten! Schnell wurde also auch schon an weiteren Titeln getüftelt. Einige, die erwähnenswert sind, und andere. Und dann stand Capcom vor der Entwicklung ihres vierten Titels in der Serie. Doch nun musste auch eine Entscheidung getroffen werden. Denn mit der immer weiter ansteigenden Polarität von Resident Evil wurde das Thema Exklusivität natürlich auch für die Konsolenhersteller immer interessanter. Und darüber war sich Capcom natürlich auch bewusst und beschloss sich deshalb, mit den drei größten Konsolenherstellern, Sony, Microsoft und Nintendo, über einen potenziellen Deal zu sprechen. Und das lief wie folgt ab. Microsoft vergeigte das Date. Nintendo überzeugte mit ihrem Charme. Und Sony, naja, war später eifersüchtig, dass Nintendo ihnen vorgezogen wurde. Doch ehrlich gesagt soll es laut Informationen auch noch Bedenken gegeben haben seitens der PlayStation 2. Denn die damals neue PlayStation 2 griff auf ein DVD-Laufwerk zurück, um für ein besseres Entertainment-System zu sorgen. Also quasi Spiele und Filme zugleich. Scheinbar hatte dies aber auch Einschränkungen in der Entwicklung von Spielen, was Capcom dann wohl nicht ganz so gut gefiel. Dies sollte zwar keinen direkten Eingriff in die Geschäftsbeziehung von den beiden Firmen haben, wenn man bedenkt, was zukünftig noch folgen sollte, allerdings konnte Nintendo schließlich am besten überzeugen. Nachdem also klar war, dass Capcoms nächster Resident Evil Titel für den GameCube erscheinen würde, sollten die Arbeiten an Resident Evil 4 auch schon sehr bald beginnen. Doch vorher wollte Capcom noch ein Remake des allerersten Resident Evil veröffentlichen und zusätzlich dazu noch einen Titel, der die Vorgeschichte von Resident Evil 1 erzählt. Doch ehrlich gesagt war Resident Evil 0, also der Teil vor Resident Evil 1, aber auch schon über mehrere Jahre in Entwicklung. Denn tatsächlich wurde es ursprünglich für das N64 Disk Drive entwickelt, bevor es dann aber schließlich für den GameCube nochmal komplett neu aufgebaut wurde. Also konnte sich Nintendo quasi 3 Fliegen nur mit einer Klatsche fangen, auch wenn nicht für allzu lange. Doch nun wieder zurück zu Resident Evil 4. Denn auf der E3 im Jahr 2003 wurde die erste Version des Spiels vorgestellt, die man heutzutage als die Hookman-Version kennt. In dieser bewegt sich Leon durch ein scheinbar verfluchtes Schloss, in dem lebende Puppen, die mich etwas an Chucky erinnern, lebende Rüstungen und ein Geist mit, einem Hook ihr Unwesen treiben. Das Coole allerdings an dieser Version des Spiels war, dass es in Wirklichkeit 2 verschiedene Spielwelten gab. Also da wäre einmal die verfluchte Spielwelt und die normale. Diese beiden Versionen liefen parallel zueinander und wechselten sich beim Überschreiten von versteckten Checkpoints ab, um den Spieler die Illusion zu geben, dass aus heiterem Himmel harmlose Gegenstände wie zum Beispiel Puppen auf einmal aufsprangen und mit Messern auf den Spieler losrannten. Doch hierfür sollte es auch noch eine gute Erklärung geben. Denn die Resident Evil Spiele sind schon immer bekannt durch ihre Viren, die für die Zombies und Mutanten verantwortlich sind. Und so sollte auch hier ein Virus der Grund für die merkwürdigen Erscheinungen und Gegner sein. Denn laut dem Entwickler sind diese eigentlich nur Halluzinationen, die durch einen Virus ausgelöst werden. Die Idee für dieses Konzept kam den Entwicklern durch Filme wie zum Beispiel Jacob's Ladder, Lost Souls und aber auch dem damaligen ebenfalls sehr beliebten Horrorspieletitel
Silent Hill. Die Entwickler wollten mit dieser Idee das bisher gruseligste Resident Evil aller Zeiten schaffen, da das Setting weder wirklich erklärbar noch wissenschaftlich nachvollziehbar, wenn auch so realistisch wie möglich ist. Allerdings hat diese Version es leider nie ins tatsächliche Spiel geschafft. Der Grund? Die Leistung des GameCubes war einfach nicht dafür gemacht. Was ich ehrlich gesagt sehr schade finde. Weil ich persönlich fand diese neue Herangehensweise in der Resident Evil Reihe sehr spannend und ich hätte mir das Spiel in dieser Version ebenfalls sehr gut vorstellen können. Aber wer weiß, vielleicht ist diese Idee noch nicht völlig vom Tisch. Denn ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass bei dem aktuellen Remake vielleicht ja noch eine Art DLC von dieser Version des Spiels rauskommen könnte oder aber auch diese Idee bei der aktuellen Technologie für einen neuen Titel genutzt wird. Doch, wie sieht dann die tatsächliche Version aus? Nun, auch wenn Leon hier immer noch seinen freshen Pelzmantel trägt und die lebenden Rüstungen hier ebenfalls einen Auftritt haben, wenn auch mit einem anderen Hintergrund, hat sich hier so ziemlich alles verändert. Denn statt der klassischen festen Kamera, die wir aus der alten Version kennen, verfolgen wir Leon nun hier aus der Third-Person-View. Das Setting hat sich auch komplett geändert, denn statt des Schloss bewegen wir uns hier nun durch ein düsteres Dorf, welches etwas an ein ehemaliges Zuhause von einem gewissen Creator erinnert. Und hier treffen wir nun auf Gestalten wie dem Kettensägen-Dude, den Dorfbewohnern, zwei weiteren Kettensägenfrauen, einem süßen Hündchen, einen Kerl, der blind ist und ein Wolverine-Cosplay trägt, so komische Schamane, die Rüstungen, diese Mücken und noch einen Kerl, der scheinbar immer sein Gemüse gegessen hat. Oh, aber ein wichtiger Charakter wurde in dieser Version ebenfalls noch eingeführt. Denn anstatt, dass wir hier Waffen in der Welt finden, so wie es damals in den Resident Evil Spielen üblich war, gab es hier, vermutlich coolsten Charakter aus dem Spiel, den Händler. Bei diesem gab es nicht nur Aufträge, mit denen wir uns etwas extra Moneten verdienen konnten, sondern eben auch mit diesen uns Waffen, Munition, Heilgegenstände, Inventarerweiterungen und noch vieles mehr einkaufen konnten. Und darüber hinaus macht sich dieser auch ziemlich gut als Stream-Alert. Thank you. By the way, schaut gerne mal vorbei. Sowie brachte dieser dem Spiel auch ein Feature, in dem es sich lohnte, sich nochmal etwas genauer umzusehen, aber auch nochmal im Spiel zurückzugehen, um nämlich die Aufträge abzuschließen. Darunter, töte alle Ratten in der Fabrik, schieße so blaue Medaillons ab, fange 3 Schlangen, schieße wieder auf so blaue Medaillons, schände ein paar Gräber und noch ein paar andere. Und das Coolste hier war noch, dass wir den Händler auch immer wieder zwischen den verschiedenen Kapiteln in der Story antrafen. Die, by the way, ungefähr so aussieht. Das Spiel beginnt damit, dass Leon den Auftrag bekommt, die entführte Tochter des Präsidenten zu retten, welche scheinbar irgendwo in diesem Dorf festgehalten wird. Doch dann der Plot-Twist. Nachdem Leon die Tochter des Präsidenten mit Namen Ashley endlich findet, stellt sich heraus, dass sie ebenfalls von solch einem Parasiten infiziert wurde. Doch sie sollten Glück haben, denn auf der Suche nach Ashley stieß Leon auf den ehemaligen Dr. Lewis, welcher im Auftrag von Umbrella diese Parasiten untersuchte und auch freundlicherweise seine Hilfe anbot, um den Parasiten von Ashley zu entfernen. Allerdings sollte sein Labor und das darin bestehende Equipment für die Entfernung des Parasiten nicht im Dorf, sondern stattdessen unter einem riesigen Schloss, ja, es gibt hier auch wieder ein Schloss, liegen. Doch dann der zweite Plot-Twist. Leon wurde ebenfalls von einem Parasiten infiziert. Doch Plot Twist Nummer 3. Ashley wird vom Anführer der Parasitensekte entführt und soll in einem Ritual, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall in einem Ritual dabei sein. Denn wie sich herausstellt, kann der Anführer der Sekte die Parasiten steuern und ihnen Befehle erteilen. Und ein paar unnötige Backflips später und der Anführer der Sekte ist besiegt, die Parasiten wurden entfernt und Leon und Ashley flohen im James Bond-Style mit einem Jetski von der Insel. Ende gut, alles gut. Doch eine Frage haben wir bisher immer noch nicht so recht geklärt. Und zwar, wieso war Resident Evil 4 mal ein Nintendo-Exklusiv? Ist es aber nicht mehr. Nun, um hier bestmöglich Zeit zu sparen, versuche ich das in einem Wort zu erklären. Geschäftsentscheidung. Okay, das ist doch vielleicht etwas zu klar. Laut Informationen sollen die damaligen Investoren aufgrund der schlechten Verkäufe des GameCubes darauf bestanden haben, dass das Spiel ebenfalls noch für die PlayStation erscheinen sollte, um die finanziellen Erwartungen zu kompensieren. Und dann, mit einem langen Schreiben, wurde verkündet, dass Resident Evil 4 nun doch kein Nintendo-Exklusiv mehr ist. Aber lustigerweise sagte zuvor der Erfinder der Resident Evil-Reihe, Shinji Mikami, dass falls Resident Evil 4 jemals für eine andere Konsole als den GameCube rauskommen sollte, er sich höchstpersönlich seinen Kopf abschlagen würde. Dieses Statement ist nicht wirklich so gut gealtert, gerade wenn man bedenkt, dass Resident Evil 4 schon fast so viele Ports wie Minecraft hat. Aber hey, immerhin kam es auch noch für die Wii raus, wo wir dank der Bewegungssteuerung uns selbst wie Leon fühlen konnten. Doch Capcom sollte dieses Statement nicht vergessen und baute dieses nämlich, in dem nach den Ereignissen erschienenen Spiel God Hand,
mit einem Easter Egg ein. Was, ehrlich gesagt, ein echt cooler Move war. Doch Resident Evil 4 sollte nicht Nintendos einziges Exklusiv-Horrorspiel gewesen sein. Da wäre nämlich auch noch Eternal Darkness, ein Horrorspiel, in dem man durch verschiedene Epochen und mit verschiedenen Charakteren spielt, während ein Wahnsinnseffekt die Spielwelt auf plötzliche und gruselige Weise verändert. Nanashi no Game, oder auch bekannt als das namenlose Spiel. Ehrlich gesagt verdient dieses Spiel ein komplett eigenes Video, deswegen werde ich hier jetzt nicht allzu viel darüber sagen. Und zu guter Letzt, das wohl gruseligste von allen, Luigi's Mansion. Oh nein, meine Augen! Also, was lässt sich noch abschließend zu Resident Evil 4 sagen? Nicht nur, dass es wahrscheinlich eins der legendärsten Horrorspiele aller Zeiten ist, ist es darüber hinaus auch eines der prägendsten Videospiele aller Zeiten. Denn durch dieses sind so unglaublich viele weitere Spiele entstanden und auch dazu sollte dieses die Resident Evil Reihe für immer verändern. Habt ihr Resident Evil 4 schon gespielt und oder welcher Resident Evil Teil ist euer Favorit? Und kennt ihr noch weitere Nintendo Horrorspiele, die ich hier möglicherweise vergessen habe? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und falls es schon online ist, hier das Video über das namenlose Spiel. Und falls noch nicht, dann ist das hier auf jeden Fall auch ganz gut.